Hallo und herzlich willkommen zu meinem Crashkurs fürs Bio-Abi. Ihr wollt 15 Punkte in Biologie, dann seid ihr hier genau richtig, denn hier bei mir werden nicht nur die Konzepte erklärt, sondern hier werden wir auch ganz genau besprechen, was ihr fürs Abitur wirklich braucht. Heute geht es um die Genregulation und zwar ganz genau vor der Translation, also im Prinzip schon fast am Ende der Proteinbiosynthese mit der sogenannten RNA-Interferenz. Und dazu wünsche ich euch ganz viel Spaß und los geht's. Zum Beispiel durch einen Virenbefall kann es kommen, dass sogenannte doppelsträngige RNA von außen in den Organismus hineinkommt, also durch eine Infektion zum Beispiel. Diese doppelsträngige RNA wird durch sogenannte Dicer, das sind Endonukleasen, in kürzere doppelsträngige siRNAs gespalten. Si steht für Small Interfering und wird dann auch später als Silencer-RNA bezeichnet. Diese Stückchen, die gehen jetzt in die sogenannten RISC. Das ist ein Enzymkomplex, der ziemlich kompliziert aufgebaut ist. Und dieser nimmt also jetzt diese siRNAs auf, entspiralisiert sie und trennt sie zu Einzelsträngen. Die beiden Einzelstränge bezeichnen wir dann als Leitstrang und Passenger-Strang. Aufpassen, dieser Leitstrang, der hat überhaupt nichts mit dem Leitstrang bei der DNA-Replikation zu tun. Dieser Passenger-Strang, der wird jetzt abgebaut und der Leitstrang, der spielt jetzt eine wichtige Rolle. Und zwar haben wir ja in dem Zellkern, wisst ihr ja, wird ja die DNA abgeschrieben, Transkription, also ein Gen wird abgeschrieben, es entsteht eine mRNA. Und diese mRNA, die wird jetzt von diesem RISC-Komplex aufgenommen. Dieser Leitstrang hat nun eine komplementäre Basenpaarung zu einem Abschnitt auf der mRNA, bindet hier komplementäre Basenpaarung und kann nun diese mRNA zerschneiden. Diese wird natürlich dadurch unbrauchbar. Es ist also eine Art Silencing, also eine Art Hemmung und damit eben auch die Verhinderung der Translation. Hier nochmal das Gesamte im Überblick. Vielleicht könnt ihr jetzt die Pause-Taste drücken und das nochmal selber versuchen zu beschreiben. Bei Wikipedia findet man eine sehr schöne Zusammenfassung, die ich euch hier nochmal darbieten möchte. Die RNA-Interferenz ist ein natürlicher Mechanismus in den Zellen von Lebewesen mit einem Zellkern, welcher der zielgerichteten Abschaltung von Genen dient. Sie ist ein Spezialfall der Genstilllegung. Die RNA-Interferenz beruht auf einer Wechselwirkung kurzer Stücke von Ribonukleinsäure mit der Erbinformation übertragenen mRNA unter der Beteiligung mehrerer Enzymkomplexe. Als Folge wird die mRNA in mehrere Bruchstücke gespalten und die zu übertragende Information wird zerstört oder eine Translation in ein Protein verhindert. Die Aufgabe, die man jetzt stellen könnte, wäre, erläutern Sie anhand der Abbildung die RNA-Interferenz. Den Text, den man dann dazu schreiben könnte, den würde ich euch jetzt im Anschluss nochmal zeigen. Da wir uns ja auf die Abbildung beziehen sollen, können wir da also auch relativ spezifisch dann antworten. Die durch zum Beispiel Viren in Körperzellen eingedrungene doppelsträngige RNA wird durch Dicer, die sind Endonukleasen, in doppelsträngige kürzere siRNAs gespalten. Die doppelsträngigen siRNA werden vom Enzymkomplex RISC aufgenommen, entspiralisiert und zu Einzelsträngen getrennt. Es entstehen der Leitstrang und Passenger-Strang. Letzterer wird abgebaut. Die im Zellkern in der Transkription entstandene mRNA wird vom RISC aufgenommen. Der Leitstrang bindet über komplementäre Basenpaarung an die reife mRNA. Die mRNA wird durch RISC in einzelne Fragmente zerschnitten. Die Translation der mRNA wird so verhindert. Dies nennt man Silencing. Hier nochmal die weiteren Möglichkeiten der Genregulation im Überblick. Das war's schon für heute. Wenn ihr noch mehr erfahren wollt, dann empfehle ich euch, dass ihr mal in mein Handbuch schaut, welches hier unten in der Videobeschreibung für euch zum Download kostenlos zur Verfügung steht. Ansonsten, wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann wäre das schön, wenn ihr das tut. Dann hier auf diesen Xibio-Button klicken. Und wenn ihr meinen anderen Kanal noch abonnieren würdet, würde mich das sehr freuen. Und zwar ist das mein Reisekanal. Den könntet ihr dann hier
anklicken. Da erfahrt ihr auch noch, was ich so in meiner Freizeit mache. Und in einem Jahr will ich eine Weltreise machen. Da wäre es schön, wenn ihr dann dabei seid. Alles Gute im Abitur. Ganz liebe Grüße. Tschüss, euer Xi.